Das fliegende zu treffen ist irgendwie scheiße. Außerdem macht es ordentlich Damage. Das mag ich auch gerade nicht. Dämon! Ein Zombie! Lange kein Zombie mehr gesehen, merke ich gerade. Aber ich dulde die entgehen mir einfach nur gerade so ein bisschen. Wenn jetzt ein anderer merkwürdige Viecher, die so rumgeistern. Zombies! Okay, okay, gut, genug Zombies für heute, danke. Ich weiß es zu schätzen. Ist das Ding gerade weggebeamt? Muss ich erst aufladen oder was bleibt das? Okay. Alter! Der Feuerverbrenneffekt hilft bei den Dingen natürlich mal wieder nichts. Zu meinem Bedauern. Ach, herrje, stimme asozialer. Ich verstehe den Effekt von diesen komischen Pfeilen-Dingern da nicht, die da zu mir hin und weg fliegen. Wo kommen die her? Ist das von meinem Tarnskill? Kann ich hier oben eigentlich erwischen? Oh ja, können die. Danke, Frage geklärt. Ja, irgendwie nicht. Okay, irgendwie so teilweise erwischen die einen da oben drauf. Das Auto ist irgendwie ein bisschen zu klein, auch wenn es wieder schon ein bisschen zusammengedellt wurde. Es ist zu klein für ein Auto. Auch ohne Reifen, zumindest kommt es mir so vor. Oh je, yeah, eine Grotesk. Ich erinnere mich jetzt gerade an Diablo, da gibt es ja auch Grotesken. Stirb! Die Grotesken, da sieht auch ganz schön grotesk aus. So, Dämonenherzen alle gesammelt. Nur noch den Hybridi Circus erforschen. Was ist das? Ich würde sagen, das können wir getrost als Beleuchtungsbug empfinden. Da hinten blitzt irgendwas rum. Zombie. Grotesk. Grotesk und Zombies, grotesk und Zombies! Inventar ist voll. Ach du Scheiße! Spawnt der Zombies und komische kleine Mistviecher. Jo, das können wir nicht gebrauchen, verschrotten. Das können wir nicht tragen, verschrotten. Das können wir nicht tragen, verschrotten. Das können wir nicht tragen und verschrotten. So, das ist... vielleicht mal nützlich. Eine Gasmaske. Dauer von Fluchfähigkeiten plus 7%. Oh, ich auf jeden Fall mehr Rüstung und mehr Schilde schon mal. Aber jetzt sehen wir richtig aus, wieso? Frisch aus der radioaktiv verseuchten Zone ausgebrochen. Und wir haben keine Identifier mehr, das ist doof. Egal, jetzt kümmern wir uns auch nochmal in der Basis drum. Stirb! Das war denkbar die dümmste Richtung, die ich hätte flüchten können, glaube ich. Vor allen Dingen, weil gleich drei von denen sind. Einer ist eigentlich schon nervig genug. Alter! Einer davon ist schon scheiße und gleich drei davon ist noch nicht dran. Das ist hinterhältig! Das ist gemein!
Boah, die Viecher sind ja richtig asozial. Das wird wahrscheinlich noch ganz viel hinterhältiger, das Ganze hier. Und das noch so einer. Geil. Wir müssen unseren Tarnskill haben. Der wird uns bei denen wahrscheinlich noch so manches mal den Arsch retten, habe ich fast das Gefühl. So, platzen sie schön und tschüss. Zombies sind kein Problem. Die sind immer kurz boom und tot und wow, das ist mal ein Loch. Wow. Das ist ordentlich. Respekt dafür, wie auch immer ihr das hingekriegt habt. Die komischen Dämonen. Tschüss, Zombie. Ich hab noch einen Zahnarzt, der mir tut mir echt ganz doll leid. Wir haben immer noch nicht genug erforscht, Piccadilly Circles. Wo soll ich das Dimensionstor? Muss ich auch nicht nochmal auftauchen. Jo, Jungs, ist gut. Kommt alle dran, nacheinander. Ist mir viel lieber so einzeln. Aua, aua, aua. Uiuiui. Ach, da sind noch welche. Wieso ist das Zahnfeld gerade angegangen? Headshot! Jo! Oh ne, da hätten wir so ein Ding in Obergemein. Was soll denn das? Was ist das hier eigentlich für eine kranke Scheiße, die ich da geraten bin? Lord Gustim. Oh nein. Hab ich schon keine Lust auf das Ding. Oder sind wir sonst da gefunden? Aua, 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 aua. Jahre später. Im Endeffekt hat er hier nichts zum Aufladen, oder? Ich habe keine Ahnung, was sie da manchmal schreiben. Laden die Leben auf, ihre Energie, ihren Schaden. Und tschüss. Jetzt der Treffer. Boah. Uiuiuiuiui. Geht in die Circus erforscht. Großes Dimensionstor. Das passt mal wieder wie die Faust aufs Auge. Und rein da. Da vorne ist das, wo wir hin müssen. Und es ist mir verdächtig leer hier, wollte ich gerade sagen. Problem solved. Schöne Sache. Warum macht das Ganze doch Spaß? Fire in the hole! Dämonen! Irgendwie, wow. Granaten, das müssen wir noch üben, Vortex. Okay, die beiden Typen locke ich jetzt noch weg. Die schnabulieren wir uns noch. Lol, wie die Kugel zwischen dem Vieh und der Wand abgeprallt. Also der Wand. Dem nichts. Hier runterfallen? Nicht mehr runterfallen, aber Alter, ich muss mir nicht so genau angeguckt hier draußen. Diese schwebenden Ebenen. Ob es irgendwann später noch viel, viel größere und längere Höllenlevel gibt, als immer diese komischen, merkwürdigen Plattformen. Oh, nee, wenn man vom Teufel spricht oder was?
ein Schritt in die Hölle. Das hätte ich echt schwer an diese Gänge, die Treppen bei Diablo 1 und 2, wenn es eine Etage tiefer ging. Die sahen genauso aus, ohne diesen Bogen davor. Ein Schritt in die Hölle. Piccadilly-Hölle. Wow, nice. Also geräumig und viel Platz habt ihr hier auf jeden Fall, Jungs. Alle Achtung. Was ist das? Kruppelkandor oder wie der hieß. Kruppelig war da schon ganz schön, ja. Oh, so ein Schocklakai. Auch so ein Ding in selten. Ey, Dinger spawnen aus dem Boden. Wie hässlich. Oh, lebst du noch? Wow. Geil. Also, designtechnisch mega Hammer das Spiel, im Ernst. Obwohl es schon so alt ist. Die Musik, Alter, dieses Spiel, das ist einfach geil. Muss die Musik lauter drehen, irgendwie die geht so unter in dem ganzen Soundeffekt-Gedings. Oh, schön. Kann man verschrotten? Kann man verschrotten? Das brauchen wir eventuell noch und dann kriegen wir Besuch. Ja, die Musik, Alter, die hat's richtig drauf. Schon. Finde das Orakel. Ich wollte mal fragen, was müssen wir hier eigentlich machen? Aber damit ist die Sache ja klar. Dann wäre einfach eine Sackgasse. Aua, aua, aua. What the fuck? Also dem Ding möchte ich irgendwie nicht in echt begegnen, auch wenn es einen verkrüppelten Namen hat. Nice Scheiße. Ah, Viecher. Jetzt geht die schön schnell kaputt. Hier, Granate zum Frühstück. Schmeckt gut. Ist gut mit Protein gefüllt und so weiter. Hilft gegen Halsschmerzen. Ja, da hast du gar keinen Hals mehr. Muss ich aber gerade mal. Ganz kurz mein Headset leiser drehen, weil es ist ganz laut auf meinem Ohr, die Musik jetzt lauter ist. Ah, schon besser. So, können wir weitermachen. Oh, was haben wir denn da? Grab des Orakels. Das ist gar nicht lustig. Orakel ist schon tot oder was? Objekt nehmen. Okay. Jetzt müssen wir zurück. Grab des Orakels ist ungünstig, weil ein totes Orakel heißt, wir haben wieder keine Ahnung, was wir machen sollen. Da müssen wir so schnell zu irgendeiner komischen Wahrheit hinterherrennen, bei der keiner eine Ahnung hat, was sie zu bedeuten hat. Yay! Eigentlich hättet ihr bei der die Treppe einfach nur normal als Warpzone nehmen können, aber gut, Hauptsache haben wir ein Portal hingestellt. Ist mir recht, habe ich keinen Stress mit. Und zurück.
Einmal durch die Hölle und zurück. Oder einmal in die Hölle und zurück oder was hier. So ähnlich. Was ist einfach geil designt, das Spiel. Wie er so nach und nach die Welt erst geladen hat. Lustig. So, ich finde irgendwie glänzt unsere Haut ganz schön. Obwohl so dunkel ist. Ah, oh, Zombie. Ich habe eine Hand frei. Wenn keine Hand frei. Ups. So, gehen wir da noch an dich. Und um euch beide. Schön. Mein Ohr juckt gerade ein bisschen. Das ist ein bisschen doof. Ey, so. Da liegt noch Palladium rum. Warum nimmt der Vortex das denn nicht mit? Immerhin haben wir jetzt hier halbwegs Ruhe und können die relativ ungestört durch, bis wahrscheinlich die ganzen Viecher so nach und nach wieder nachspawnen. Yay! Teufelssoldaten! Was sagt die Musik denn? Ich will Musik haben, ich will coole Musik haben. Inventar schon wieder voll, hä? Schrotten wir einmal das und dann können wir den Kram doch sicherlich irgendwie klüger anordnen. Dass man irgendwie mehr Platz hat. Gäste schieben, nur ein bisschen anders. So, das sollte reichen. Schön. Können wir eigentlich hier direkt verschrotten, weil wir es eh nicht gebrauchen können. Entschuldigung, ich war gerade beschäftigt. Hinterhältiger Camper. Gut gesehen, yay. Wieder hoch. Für Container sind die aber auch sauklein. Auch wenn es so Container sind, die auf den LKW drauf gehören. So, wir haben Stufe 10 erreicht. Oh, wir haben was Neues. Ihr Scharfschütze feuert gezielt auf Schwachstellen der verteidigten Gegner und erhöht seine Chance. Das ist gut. Klingt nach einer passiven Fähigkeit, finde ich gut. Damit machen wir hoffentlich mehr Schaden. Und, wo ist jetzt der Ausgang? Ah, da. Was war der bei irgendwo? Piccadilly Approach. Ach ja, wir müssen ja ewig weit laufen, um zurückzukommen. Dass das so hart glänzt, ist auch sehr unrealistisch, dafür, dass es eigentlich unter der Erde runter irgendein Schrott sein soll, so Erde und so. Und Kieselsteine. Die glänzen für gewöhnlich nicht so, als wenn man sie gerade frisch mit Gleitgel eingerieben hätte. Wenn man das mit Gleitgel vergleiche, verdagt mich das besser nicht. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich Straßen aufgestemmt habe und das Unterleben der Straßen mit Gleitgel eingeschmiert habe, um zu wissen, wie es aussieht. Nein, habe ich nicht. Na. Och nee, gequälte Seele, ich erlöse dich von deinem Leid. Ach, diese Klingenscheren sind schon ein bisschen störend. Und diese Furien sind auch dezent nervig. Fress meine Granate! Schöne Sache. Noch mehr Klingenschergen, wir sind nicht da. Das ist eine gequälte Seele, das nehme ich noch mit. Und einmal tschüss. Das war eine scheiß Idee, glaube ich. Oh, Kacke. Wie schlecht diese Idee war. Nein! Wir hätten doch lieber die Viecher nach und nach wegräumen sollen. Boah, Alter, jetzt geht hier aber echt die Party ab. Diese Furie ist das die ganze Zeit, die so hart erwischt wird, oder was? Die gequälten Seen sind auch nicht gerade ohne. Die eigentlichen. Alter! Viecher. Irgendwie in Sicherheit bringen irgendwo.